Moin, du bist neu in Rocket League und willst jetzt mit deinen Kollegen handeln, aber jedes Mal, wenn du auf Handeln klickst, kommt diese komische Fehlermeldung, dann bist du in dem Video genau richtig. Ich werde dir genau erklären, was du machen musst und wie du am besten dein Geld investieren solltest. Und ich würde sagen, viel Spaß beim Video! Mein Ziel für das Jahr 2021 sind die 10.000 Abonnenten. Wenn du mich dabei supporten willst, lass super gerne ein Abo da, lass ein Like auf dem Video da und sag all deinen Freunden Bescheid, dass sie super gerne mal ein Abo da lassen sollen. So Leute, ihr wollt jetzt also mit euren Kumpels handeln und wollt nicht mehr so ein billiges Auto haben, sondern so ein geiles Auto, womit ihr dann vor euren Freunden flexen könnt. Aber immer wenn ihr hier auf Handeln gehen wollt, kommt diese Fehlermeldung. Das ist gar kein Problem. Und ich sage euch jetzt, wie ihr das Ganze beheben könnt. Und zwar ist es super, super, super einfach. Ihr drückt einfach hier auf OK und dann geht ihr in den Item Shop. Und zwar steht da ja, dass ihr entweder 500 Credits kaufen sollt oder 500 dieser E-Sports-Punkte. Ich kann euch auf jeden Fall empfehlen. Klar, man kann sich jetzt hier unten Credits kaufen. Unten links neben zurück steht Credits kaufen. Man kann sich jetzt hier für 4,26 € 500 Credits kaufen. Genau das Ganze müsst ihr machen. Dann könntet ihr traden. Aber ich würde euch persönlich empfehlen, kauft euch für 8,54 € die 1100 Credits und kauft euch dann damit den Rocket Pass. Klar, gebt ihr im ersten Augenblick ein paar mehr. Gebt ihr im ersten Augenblick ein bisschen mehr Geld aus, kriegt natürlich auch deutlich mehr Credits, aber durch diesen Rocket Pass kriegt ihr mehr Credits wieder. Das heißt, ihr gebt, was weiß ich, wie viel kostet der? Ich glaube, der kostet 1000 Credits. Ich bin mir gerade nicht 100% oder 950 Credits. Aber ihr bekommt deutlich mehr. Ich glaube, ihr macht 100 bis 150 Credits einfach damit plus. Deswegen würde ich euch empfehlen, kauft euch das für 8,54 € die 1100 Credits. Ihr könnt dann traden und ihr könnt euch noch den Rocket Pass kaufen. Klar könnt ihr auch, wenn ihr irgendwas von diesen E-Sport-Items feiert, könnt ihr euch auch diese E-Sports-Punkte kaufen. Zum Beispiel hier es sind ja jetzt die ganzen neuen Fennec E-Sport-Designs raus. Könnt ihr euch auch hier für 4,26 € 600 E-Sports-Marken kaufen, wenn ihr da einen geilen neuen Fennec-Aufkleber haben wollt. Aber ich würde euch persönlich empfehlen, gönnt euch die Credits hier für 8,54 € und gönnt euch dann damit den Rocket Pass. Da könnt ihr auf jeden Fall nichts mit falsch machen. Ihr kriegt Items und kriegt auch noch mehr Credits zurück, wofür ihr euch dann wieder neue geile Items gönnen könnt. Wenn ihr das Ganze macht, tragt super gerne den Creator-Code CLASHTOXYT ein. Damit könnt ihr mich dann noch kostenlos supporten und ich krieg dann noch ein kleine Provision von Epic Games dafür. Deswegen, Leute, super, super einfach, super, super geil. Jetzt wisst ihr, was machen, wenn hier diese komische Fehlermeldung kommt. Müsst ihr echt leider 5 Euro, ich weiß nicht, ob man das mit Google Umfragen oder so verdienen kann. Aber Leute, ich würde sagen, das war es auch schon mit dem Video. Wenn ihr jetzt wissen wollt, wie trade ich überhaupt oder welche Webseiten kann ich denn am besten zum Traden benutzen, dann schaut gerne bei den Videos vorbei, die ich euch jetzt hier in der Endcard verlinkt habe. Und sonst, Leute, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Und Leute, wenn ihr mich supporten wollt, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Und sonst würde ich sagen, wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Wieder schauen und reingauen. Hi, ich bin Larry. Hi. Ich liebe Dixie so hart. Dixie. Auto kein Bart, aber hänge rum mit Glas. Was? Hänge rum mit Stars, denn ich bin Larry. Larry. Die du wie Lippe, gib mein Fick auf meine Lippe. Lippe.